das war heute ein rahmenschwarzer Tag von mir, das weiß ich auch selber. Konnte der Mannschaft so nicht helfen, obwohl wir es eigentlich phasenweise gut gemacht haben als Mannschaft, fand ich. Haben uns wieder zurückgekämpft zweimal. Und ja, wie gesagt, war halt ein scheiß Tag. Aber gibt halt so Tage. Und Kopf hochnehmen, geht weiter. Ey, alleine sein will man in so einem Moment natürlich nicht. Ich meine, klar, man fühlt sich im ersten Moment alleine, macht Fehler. Und klar, als Innenverteidiger führt es meistens zu Toren, wie auch heute. Gibt so Tage, lieber mache ich in einem Spiel 2, 3 Fehler, anstatt in 3 Spielen 1 Fehler. Kurz nach dem Spiel kotzt mich einfach nur an, dass wir wieder 3 Tore auswärts kriegen, oder nicht wieder, aber 3 Tore auswärts kriegen und ja, zweite Halbzeit kommen wir richtig gut zurück und so zeigen unser wahres Gesicht und in der Drangphase von uns spielen die sich noch einmal durch, klar hatten wir noch einen Lattengegentreffer, also von denen einen Schuss, wir hatten auch mal an die Latte geschossen, aber ja, es ist einfach bitter, dass wir hier mit leeren Händen nach Hause fahren und das kotzt mich gerade richtig an. Es war halt ein sehr gutes Zweitligaspiel, wenn man vor allen Dingen die Offensivleistung beider Mannschaften nimmt. Mit einem allerdings schlechten Spielverlauf und vor allen Dingen einem sehr schlechten Endergebnis für uns. Wir haben am Anfang Probleme gehabt in der Defensive, in der Zentrale, konnten einfache Bälle nicht konsequent klären, die Kone eiskalt ausgenutzt hat. Beim ersten nach einem Standard, beim zweiten mit einem langen Ball, wo wir das Kopfballduell verlieren und dann den Ball nicht klären. Haben dann zwischendurch den Ausgleich gemacht, wo ich gedacht habe, okay, wenn man eins von hinten liegt, so schnell zurückkommt, dann ist man drin im Spiel. Aber sind in der ersten Halbzeit diesen 2-1 hinterhergerannt und mussten viel Arbeit verrichten, vor allen Dingen in unserer eigenen Hälfte. Waren aber selber, wie ich finde, schon in der ersten Halbzeit nach vorne immer gefährlich. Habe immer das Gefühl gehabt, da kann was passieren. Und klar, in der Halbzeit habe ich der Mannschaft gesagt, wir sind zwar jetzt zurück, aber wir können den Glauben daran haben, dieses Spiel heute hier zu drehen. Und nach der ersten Chance von Röser haben wir das Spiel komplett im Griff gehabt, haben frühe Balleroberung gehabt, konnten die Konter sofort im Ansatz unterbinden, haben uns selber die ein oder andere Chance rausgespielt, eine große wieder nach einer Ecke, wo schon frei zum Kopfball kommt. Sind ein paar Mal vor allen Dingen über die rechte Seite durchgekommen, aber final ist nicht gut zu Ende gespielt und trotzdem dann das Tor nach einem Standard zum 2-2. Ich glaube, wenn man ehrlich ist, dann hat man, wenn man mal so die Stimmung im Stadion in dem Moment dann auch so ein bisschen aufgenommen hat, dann glaube ich, hat jeder von uns den Glauben gehabt, dieses Spiel auch noch komplett drehen zu können. Haben es dann auch in der Defensive in der Phase dann gut gelöst. Pech mit dem Freistoß von Marc, dass er nicht reingeht. Und auf der anderen Seite war es dann ein Lattenschuss, der Dynamo und die Fans vielleicht mal so ein bisschen wachrüttelt. Und was wir in der zweiten Halbzeit wirklich richtig gut gemacht haben, die Flügel zuzubekommen, wenig zuzulassen, ist uns dann vor den 3-2 überhaupt nicht gelungen. Die linke Seite ist offen, wir sind, ja, ich glaube sogar in Unterzahl. Und es reicht eine Aktion, dass der Ball scharf, flach auf den ersten Pfosten gespielt wird und liegen dann 3-2 hinten. Ich finde, wenn man das gesamte Spiel nimmt, vor allem dann auch aus unserer Sicht die zweite Halbzeit, da darf halt alles passieren, aber dass wir das Spiel noch verlieren, das darf uns nicht passieren. Das ist extrem bitter und ich finde schon, wenn man sieht, wie die Mannschaft gefightet hat, wie sie zurückgekommen ist zweimal, wie sie in der zweiten Halbzeit eine ganz breite Brust bekommen hat und auch dann im Ballbesitz sich gut präsentiert hat, dann hätte man diesen Punkt verdient gehabt. Aber ich habe es vor dem Spiel gesagt, in dieser Saison, in diesem Spiel auch heute, werden Kleinigkeiten entscheiden. Kone war halt diese Kleinigkeit, der uns leider bestraft hat. Ich glaube, nach einer guten Anfangsphase, mit dem 1-0, auch das Ausgleichstor muss man ja auch erstmal wegstecken, waren sofort wieder da, in der ersten Halbzeit schon gut gespielt und Heidenheim hat uns wirklich alles abverlangt und wir haben uns natürlich in der zweiten Halbzeit vorgenommen, dass wir weiter nach vorne spielen, dass wir weiter auf das dritte Tor gehen, das Ergebnis nicht verwarten, das hat Heidenheim nicht zugelassen, wir haben dann richtig dicke Probleme gehabt in der Raumaufteilung, in der Kompaktheit, haben überhaupt keine zweiten Bälle mehr bekommen, waren ständig unter Druck und die Folge war das 2-2 und dann war es so, wie der Frank auch gesagt hat, glaube ich, haben schon einige Befürchtungen gehabt, dass wir einbrechen. Wir haben uns aber dann relativ schnell auch wieder gefasst, sodass wir auch ein Gefühl dafür bekommen könnten, dass durchaus noch ein Sieg für uns drin war und das hat der Musa natürlich in toller Manier hat das fast im Alleingang für uns erledigt. Und man sieht, wie er die 3 Tore macht. Das war schon außergewöhnlich gut heute. Und ich finde, es war ein Sieg des Willens. Ohne jetzt natürlich Heidenheim keinen Willen zu unterstellen. Das sieht völlig anders aus.
Aber wir haben uns einiges vorgenommen und das haben wir umgesetzt. Und war heute ein Beispiel, wie man trotz nicht guten Fußballs, den wir sicherlich schon oft viel, viel besser gezeigt haben, trotzdem über Wille, Leidenschaft drei Punkte holen kann.